das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Von Max Frisch ist der Satz, Krise ist ein produktiver Vorgang. Der Satz ist gut, der Satz ist richtig. Und ich stelle dazu fest, Lamento und Bashing ist kein produktiver Vorgang. Deshalb, was muss jetzt getan werden? Wir brauchen so etwas wie eine Zukunftslandkarte, eine produktive, innovative To-Do-Liste, was wir jetzt machen müssen. So bewältigt man Krisen. Das ist der erste Punkt. Wir brauchen natürlich Aufklärung. Aufklärung rückhaltlos, transparent und ohne dass irgendwelche Zweifelsreste bleiben. Wir brauchen Real Driving Emission Tests. Natürlich brauchen wir die. Aber ob dann diese NTE-Limits, die es dort gibt, mit einem CF-Wert von 1,5 oder 1,2 angegeben werden, das ist wichtig, aber das ist nicht zukunftsentscheidend. Herr Kollege Klare, ich muss Sie unterbrechen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Leidig aus der Fraktion? Nein, danke. Nein, ich möchte das jetzt in Ruhe vortragen. Also generell keine Zwischenfrage. Zweiter Punkt. Wenn wir Krise als produktiven Wendepunkt begreifen, dann bin ich sehr dankbar, ist fast untergegangen, dass sich am Dienstag dieser Woche 6 Unternehmen in Deutschland, keine kleinen Unternehmen, zusammengeschlossen haben zur H2 Mobility Joint Venture. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil dort nämlich sichergestellt wird, dass es 400 Wasserstofftankstellen bis 2023 in dieser Republik geben wird. Warum sage ich das? Diese Tankstellen sind Bedingungen der Möglichkeit von neuen schadstoffarmen Antrieben. Und es kommt darauf an, nicht Schadstoffe rauszurechnen, was ohnehin illegal ist, oder rauszufiltern, was technisch geht und sein muss, sondern schlicht, es geht darum, sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Dritter Punkt. Ich war erfreut, aber auch gleichzeitig verärgert. Ich sage gleich was zu beiden Punkten. Dass VW deutlich gemacht hat, jetzt einen anderen Weg, was die Antriebsformen angeht, zu gehen und sich mehr auf Brennstoffzelle und Elektromobilität zu stürzen. Das ist gut so, das können die auch gut so. Ich war enttäuscht auf der IAA, das kann ich dann teilen, ist gerade schon mal gesagt worden, dass das erste serienreife Brennstoffzellenfahrzeug von Toyota dahingestellt worden ist und es nicht aus Wolfsburg war und von keinem anderen der deutschen Premiumhersteller. Für mich ist klar, die Mobilität der Zukunft ist elektrisch. Und sie gehört der batteriegetriebenen Mobilität und der Brennstoffzellenmobilität. Wir alle kennen das, was Wasserstoff bewirken kann aus dem Hoffmannschen Apparat, muss ich jetzt keinem erklären, wer in Chemieunterricht aufgepasst hat. Der Hoffmannsche Apparat hat ein kleines Effizienzproblem. Man muss mehr Energie reinstecken, als man nachher an Wasserstoffenergie gewinnen kann. Das gilt aber nicht, wenn diese Energie, die man reinsteckt, aus erneuerbaren Quellen kommt. Und da wird dann ein industriepolitisches Spiel daraus, eine industriepolitische Geschichte daraus. Denn dann habe ich Wasserstoff als Speicher für das, was ich an überschüssigem Strom habe und im Moment abregeln muss. Und das ist der entscheidende Punkt. Hier kommen zwei Pole zusammen. Man könnte auch über die Methanisierung sogar noch Kohlekraftwerke cleanen, sauber kriegen, indem ich das CO2 nehme und das zu CH4 mache, was ich wiederum in Motoren verbrennen kann, aber sogar wieder zu Strom machen kann. Und das ist die Geschichte, diese Vernetzung, die vermisse ich in allen Ihren Reden. Solche Pläne, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, brauchen auch Gesetze und brauchen auch gesetzliche Flankierungen. Aber die Flankierungen und diese Gesetze gehen nicht übers Strafrecht, sondern sie gehen eher übers Steuerrecht. Denn da geht es um eine Sonder-AFA für E-Fahrzeuge, die wir unbedingt brauchen, um einen Hochlauf hinzubekommen. Wir brauchen auch wahrscheinlich keine Kaufprämien, die haushaltswirksam und kassenwirksam sind, sondern wir können eher darüber reden, ob wir nicht Tilgungszuschüsse für private Käufer über KfW organisieren. Das ist nämlich haushaltsneutral, bewirkt aber genau dasselbe. Und ich sage Ihnen auch zum Abschluss, was wir auf keinen Fall brauchen. Auf keinen Fall brauche ich irgendeinen schwachsinnigen Film, egal wer ihn dreht, so einen Hollywood-Film so à la Watergate oder so etwas. Also wenn schon ein Film gedreht werden soll, dann bitte doch eine positive Utopie einmal über die H2 angetriebene und getriebene Mobilität der Zukunft. Und ich bin relativ sicher, wenn den Kollegen Rimkus und mich dann einer fragen würde, ob wir den am Drehbuch mitschreiben, das würden wir sogar ohne Honorar tun. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort zu einer Kurzintervention hat jetzt die Kollegin Leidig.